Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück, alle auf dem Abend und ein wunderschönes Wochenende beginnen. Ein wunderschönes Wochenende beginnen. Ich gehe ja jetzt mit dir tauchen und euch zusammen. Ich habe, wie gesagt, gerade Infinity Stats an, um euch einfach mal bei der Viking Bay einen Höhleneingang zu zeigen. Den kennt ihr sicherlich bestimmt auch, aber ihr wisst nicht, dass da ganz viele Siliziumperlen drin sind und das ist ein verzweigtes Höhlensystem. Und wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam tauchen mit euch zusammen und mir. Und dann werden wir mal sehen. Also, das heißt, wie gesagt, ich habe das nur für den Moment an, um euch das mal zu zeigen. Ihr seht, ihr seht hier ja auch schon Siliziumperlen. Unten an den Kisten. Erstmal zeige ich euch hier eine Basis von Unterwasser. So, Leute, hier sind nochmal Siliziumperlen. Die können wir vielleicht noch abfarmen. Weil die benötigen wir ja. Wie gesagt, ich habe es nur für diesen Moment jetzt an, um euch mal die Höhle kurz zu zeigen. Ja, Leute, wenn ich jetzt den Eingang finden würde. Das ist immer so eine spannende Sache, den Eingang zu finden, ne? Aber ein bisschen Schwimmen ist auch nicht schlecht. So Leute, guck mal, ich habe den Eingang gefunden. Weil wie ihr seht hier in der Mitte einfach diesen kleinen Berg. Hier, ne, sind dort die paar Bretter und jetzt zeige ich euch mal den Eingang. Den wisst ihr sicherlich oder kennt ihr sicherlich. Aber ich zeige euch einfach mal kurz für diesen Moment, dass es hier in dieser Höhle, wenn ich nicht wieder einen CE-Fehler bekomme. Hier. Ihr seht, Leute, ne? Unter Wasser. Müsst ihr ab und zu mal ein bisschen suchen. Ist ganz versteckt, aber das ist hier unter Wasser. Ich hoffe, ihr erkennt es durch die Gamma Correction. Ne? Immer an dem Felsen lang schwimmen. Und da seht ihr hier ganz viel Siliziumperlen. Im Dunkeln ist es am besten. Ich hoffe, ihr erkennt das. Wenn nicht, gucken wir mal. Aber meine Gamma müsste eigentlich so hochgeschraubt sein, dass ihr es seht. Ihr seid Leute, jetzt schwimmen wir wieder raus, weil hier sind ja auch diese Krebse und die mag ich gar nicht. Ihr seht Leute, ne? Hier ein riesengroßes Höhlensystem. Aber um euch das einfach mal so zu zeigen, wo ihr
noch besser Siliziumperlen farmen könnt und noch mehr Perlen farmen könnt, weil hier in dieser Höhle gibt es noch viel mehr Siliziumperlen als wie an dem Strand und der Bucht, die ihr sowieso kennt. Außerdem möchte ich gerne mit euch noch zusammen jetzt ein Drachenei ausbrüten. Ja, und dann verkrümmen wir uns mal wieder zurück in die Basis. Wie gesagt, hier, so sieht es unter Wasser aus. Es ist kein Ghost-Modus verwendet worden, das ist total tricky. Ja, Leute, also so. Außerdem kann ich euch dann zusätzlich noch ein paar Dinge zeigen, die wir so im Offscreen ohne euch geleistet haben. Wie ihr seht, wir haben hier Alos, zwei Stück. Wie gesagt, das Event bleibt bis Sonntag. Ja, aber das mache ich nur für dich, mit euch zusammen. Wie gesagt, wer Interesse hat, kommt gerne auf den Server. Ja, hier kann kreativ gebaut werden, wer möchte, wie er möchte. Es ist PvE. Wir sind alle sehr kulant, alle sehr lieb, nett zusammen, zueinander. Und damit wir auch mal andere Bauten zeigen können. Wie ihr seht, ne? Ich war nur ein kurzes Stück in dem Gang und habe fast 600 Siliziumperlen rausgekriegt. Ja, also für dieses kurze Stückchen. Ja, also muss ich euch dazu sagen, das ist schon ein besserer Ort wie der, wo ihr sonst immer gedacht habt, ihr könnt da farmen. Ich zeige euch auch gerne noch mehr Orte, wenn Interesse daran besteht. Schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich mache jetzt mit euch zusammen einen Quetzersattel. Wir brauchen einen zweiten mit Plattform. Weil, wie gesagt, wir haben halt noch halt einen zweiten Quetzal geholt. Und wenn ich mich recht entsinne, wollte der Lukas mit mir noch einen Quetzal holen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber er hatte irgendwie was gesagt, dass er noch mit mir einen Quetzal holen wollte. Und wie versprochen, kommt nachher das 70 Abonnenten Special. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Und da bauen wir dann zusammen mit dir und euch als Community ein Haus unter Wasser ohne Tech, sondern richtig mit Stein. Ja. Als Belohnung, damit ihr so mir treu bleibt, auch wenn ich, sage ich mal, nicht so der große YouTuber bin wie alle anderen. Aber mir macht das Spaß, ich habe Spaß an der Freude, um euch einfach mal so dezent Sachen zu zeigen, wo man, wie man was farmen kann. Wir haben schon einen wunderschönen Metallspot gefunden, der ist auch nicht weit von unserer Basis, aber wie gesagt, der bleibt halt safety first für uns, weil ich muss euch auch, wie gesagt, dass ihr mir das nicht böse nimmt, euch nicht alles zeigen und freue mich trotzdem weiterhin, wenn ihr mir treu bleibt, in die Kommentare schreibt und genau, bei 150 Abonnenten zeigen wir die Stelle, wo wir Metallfarmen gehen und wo auch ein sehr guter Bauspot ist, wo die Möglichkeit besteht, auch sogar mit Rexen reinzugehen. Und gerade für PvP ist diese Stelle eigentlich sehr, sehr gut und ich muss mal was nachgucken. Und ich habe wieder nur die Hälfte der Karte frei. Das ist bei mir irgendwie so ein ganz kurioses Phänomen. Auf Ragnarok, dass bei mir nur die Hälfte der Karte frei ist und bei allen anderen die Karte offen ist, aber das ist alles nicht so schlimm. Vielleicht muss ich die Karte noch mal richtig neu entdecken.
ich mache jetzt mit euch noch eine zweite Quetzal-Plattform rauf. Und dann haben wir, wie gesagt, zwei Quetzal, einen männlichen und noch einen männlichen. Und wir wollten eigentlich noch einen weiblichen holen, weil ihr wisst ja, die Quetzal passen ja auch dort in dieses Gebäude rein. Das müsste eigentlich bald genug sein für die Quetzal. Wie gesagt, wir schauen einfach mal mit dir zusammen, ob das halt passt. Aber ich denke mal schon, dass es passt. Ja, das passt. Wie gesagt, wir müssen mit dir einfach nur zusammen den Quetzal nochmal drehen. Und dann passen die beiden auch hier rein. Weil, wie gesagt, ihr seht hier eine ganze Reihe Argentavis. Leute, das ist so eine Zucht von mir, wo ich manchmal habe ich so den Drang, ich könnte Argentavis züchten und dann züchte ich halt mal los. Also, wie gesagt, es wird zwar knapp, aber ich kann euch versprechen, hier passen zwei Quetzal rein. So, dann holen wir jetzt mal den anderen Quetzal noch. Parken die hier. Und dann haben wir da oben Platz für die Quetzal. Wie gesagt, Leute, ich guck mal, ob die Gamma hoch ist, aber eigentlich müsste die Gamma hoch genug sein. Ja, die Gamma ist auf volle Pulle. Ihr seht hier eine ganze Menge Argentavis. Wir verschenken auch gerne einen, aber nicht die Mutation. Weil das wäre natürlich dann zwar gut, hättet ihr einen schönen Startanfang, aber die Mutation bleibt uns vorbehalten. Und um euch mal noch zu zeigen, wenn ihr jetzt hier hochklettern solltet, was zum Beispiel das, was ich gebaut habe, wenn ihr weniger Fallschaden kriegt, habe ich zum Beispiel gemacht, baut euch ein Gebäude, springt hier rauf, drückt mal kurz X, kriegt ihr weniger Fallschaden, weil ihr fliegt ein Stückchen, kommt sanft auf und ihr verliert maximal ein Viertel der Leben oder vielleicht die Hälfte, aber das wird ja kein Problem sein, das kann man ja wieder ausgleichen durch ein bisschen Essen. Ja, und ich zeige euch jetzt mal kurz den Kühlschrank, weil ich habe euch ja versprochen, mit euch Eier zu brüten. Und wir waren halt, wie gesagt, wirklich nicht untätig, Leute. Guck mal, wir haben richtig viele Eier besorgt. Und ich werde wahrscheinlich auch noch einen zweiten Kühlschrank irgendwo aufstellen, aber ich muss jetzt mal überlegen, wo. Aber ich denke mal, dass wir einfach hier unten noch die Möglichkeit haben, Kühlschränke aufzustellen unter die Klimaanlagen, weil Platz genug wäre ja da. Zur Not haben wir auch hier vorne, wie ihr das ja wisst, einen Platz für den Kühlschrank. Aber wir können ja einfach mal mit dir zusammen und euch schauen, ob da Platz genug ist. Weil es reicht nicht. Ich meine, wir hatten so den Drang, beide zusammen einfach mal Eier zu holen. Wie gesagt, die Low-Level-Eier könnt ihr auch als Startergeschenk für euch machen. Ich hoffe, ihr gebt euch damit zufrieden. Und der Lukas und ich bauen dann noch ein großes Bruthaus zusammen, weil wir haben, uns ist aufgefallen, wir jetzt beide, also der Lukas und ich, also wir wollten halt mal ein Argentavis ausbrüten und dadurch, dass das Bruthaus auf dem Wasser ist, schweben die Vögel halt. Und ja, wie gesagt, wir müssen halt mal gucken, ob Platz für den Kühlschrank da ist. Und ob der auch mit Strom verbunden ist. Okay, es würde zwar halt passen, aber der würde bei den Klimaanlagen rausgucken. Deswegen würde ich sagen, stellen wir den einfach hier vorne auf. Nehmen die Tür und das, ich habe das Gefühl, er guckt raus. Nein, sehr schön. Dann können wir hier nämlich auch befruchtete Eier zum Beispiel reinmachen. Das sieht zwar dann ganz komisch aus mit dem Kabel, dass es hier so lang liegt, aber naja. Hauptsache, wir haben den zweiten Kühlschrank für befruchtete Eier.
Ja. Und der ist ja direkt neben dem Bruthaus, also würde das von der Sache her gut klappen. Ich wollte uns eigentlich einen männlichen Alu tamen und euch zeigen, wie schön die Alufarben sind, und vielleicht kriegen wir noch eine schöne Alufarbe. Wie gesagt, wir haben hier noch ein paar Rhinosaurus. Unsere Giga sind groß. Ja. Und ich werde jetzt mit euch mal zusammen und den Drachen vom Lukas, der wird bestimmt sicherlich nichts dagegen haben, wenn ich mir den mal kurz ausborge, eine Runde Alufarm gehen. Aber das Problem ist halt, was mich so ein bisschen nerven würde auf gut Deutsch, dass halt gerade zur Zeit Low-Level-Alus sind. Aber wie gesagt, es wird einmal am Tag Destroy Wild Dinos eingegeben. Das ist wirklich nur das Einzige, wo man cheatet. Damit halt die Möglichkeit besteht, dass neue Dinos spawnen. Und auch höhere Dinos spawnen, weil wir beide haben uns jetzt Ziel gesetzt, dass wir bei den Alus erst ab 290, maximal 280 anfangen zu tamen, weil ansonsten holt man nicht wirklich was aus den Tieren raus. Und wie gesagt, wir haben auch ziemlich hohe Gigas da stehen. Also wer ein befruchtetes Ei möchte, muss Bescheid sagen, aber der kriegt dann halt ein befruchtetes Ei von den Low-Level-Gigas. Weil, wie ihr wisst, Giga ist Giga, ne? Und hier ist auch ein wunderschöner Agathabis. Eigentlich sind hier oben die Alus. Aber ich schau mal bei unseren Alufarm-Spots. Nach, wo wir mal die Alus holen. So. Kleine Überlegung, Leute. Kurzes Brainstorming. Ich überlege gerade. Genau. Wie gesagt, wenn der Lukas nachher auf dem Server ist, dann machen wir natürlich alles weitere mit euch zusammen. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal für diese.